Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen Smoker anzünde, ohne viel Tralala und Pipapo. Ich nutze einfach das, was da ist. Blätter, kleine Stöckle, andere Stöckle. Was? Da sind Stacheln dran, nehme ich nicht. Heu, Stroh, trockenes Gras. Alles rein, der nimmt alles. So. So. Zum Entfachen nehme ich so einen Zündwürfel. Einfach ein Stückchen abbrechen. Rein damit. Und nachschmeißen. Das alles rein. Und es brennt alles super. Am besten diese kleinen Ästle, weil die brennen lang, brennen gut und da hat man lange was davon. So. That's it, mehr braucht man nicht. Schöne Stückle. Ja. Was ich noch mache, ich reiße mir ein bisschen so Gras ab, stecke das hier vorne rein, so, Deckel zu, dann fliegen auch keine Funken und dann ist gut. Ganz gut, der brennt ordentlich. Fertig. Ich zeige euch mal hier in diesem Video, wie ich meinen Smoker anzünde. Und zwar habe ich hier einfach ein bisschen Gras drin gehabt. Das kommt raus. Und hier finde ich kein trockenes Gras, deswegen nehme ich jetzt hier einfach ein paar Holzspäne. Dann habe ich hier so einen Anzündwürfel. Der kommt rein. Ein bisschen anblasen, ein bisschen pusten. Noch ein paar Holzspäne oben drüber. Dann nehme ich ein paar Pellets, Holzpellets. Die kommen noch dazu. Und dann nehme ich eigentlich das, was ich noch in der Umgebung finde. Hier finde ich jetzt nichts. Außer ganz feuchtes Zeug. Und das kann ich nicht gebrauchen, deswegen Sägespäne. Holzpellets. Und der qualmt jetzt sicherlich eine Stunde. That's it.